Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Dienstag, dem 28. Juli 2020. Ihr hört die Geek Talk Daily 859 und heute habe ich die folgenden Themen für euch bereit. Bad Power, Tiger Cards, Emmys und Plex Live. Stell dir mal vor, du steckst dein Smartphone an den Strom, möchtest es eigentlich nur aufladen, am liebsten über Nacht, währenddem du schläfst, so neben dem Bett auf dem Nachttisch, und plötzlich wachst du auf, weil dein Feueralarm losgeht, der Rauchmelder. Grund ist, das Smartphone hat sich zu schnell aufgeladen. Gut, Dinge wollen gewollt werden, genau. Es gibt Möglichkeiten, die man nutzen möchte. Normale Smartphones lassen sich mit 5, 12 oder 20 Volt aufladen. Da gibt's aber immer mehr Bestrebungen, um noch schnelleres zu laden. Sogenanntes Fast-Charging-Netzteile gibt's immer mehr, und da muss man halt einfach vorsichtig sein, wenn man sich auf dem China-Markt eindeckt oder generell in diesem Internet mit Angeboten eindeckt, die vielleicht nicht ganz so seriös sind. Nämlich Tencent hat jetzt über 200 verschiedene Netzteile getestet und herausgefunden, dass die Firmware drauf haben. Das wussten wir ja, weil eben sonst würde so ein Fast Charging gar nicht funktionieren. Interessanterweise konnten von den 200 Modellen bei, ich bin nicht mehr ganz sicher, genau 18, gar nicht mehr geupdatet werden. Also da war keine Möglichkeit vorgesehen, um an der Firmware was zu ändern im Nachhinein. Ist natürlich immer dann doof, wenn man Möglichkeiten oder eben Löcher findet. Und so eben da geschehen, denn die ganzen getesteten oder unter den ganzen getesteten Netzadaptern waren welche dabei, die einfach schlichtweise euer Smartphone zum Brennen gebracht haben. Lustigerweise schleicht sich der Virus über das Smartphone ein, setzt sich dann eben ins Netzteil und zwingt es dazu, statt eben mit den genannten 5 Volt, mit 30 Volt oder noch mehr Strom reinzujetten, und das kann dann ziemlich schnell zu einem Zusch und Brand führen. Ziemlich unschön, ziemlich hässlich. Aktuell sind anscheinend nur Android-Modelle betroffen und auf dem iPhone soll sowas noch nicht möglich sein. Ziemlich unschön, und vor allem solltet ihr das Ganze jetzt im Auge behalten, sobald Tencent die Liste dazu veröffentlicht. Wahrscheinlich halten sie die noch zurück, weil die ganzen Firmen informiert wurden und jetzt Zeit haben, um zu reagieren. Also ja, bis auf die 20, die eben keine Updates nachliefern können. Unschön, unschön, unschön. Wer von euch Familienvätern oder Müttern eine Tigerbox für seine Kinder hat, der darf sich freuen, zumindest wenn er in der Schweiz wohnt und oder der schweizerdeutschen Sprache mächtig ist, denn es gibt jetzt neue Karten. Globi, Papa, Moll, Felix und Schweizer Kinderlieder kann man sich jetzt da neu klicken. Ist eine tolle Möglichkeit, um das Ganze anzupassen, um jetzt für die Ferien, für die Kleinen was mehr Content zu haben, oder man löst das Abo da und ist sowieso genügend damit versorgt. Weiter geht es mit Emmys. Zwei dieser hat Apple einheimsen können und ist somit der erste Streamingdienst, der schon im ersten Jahr seines Bestehens mit eben solchen Auszeichnungen gesegnet wurde. Bekommen hat das unter anderem Peanuts in Space, also der Animationsfilm um Peanuts, und Ghostwriter. Das ist eine Serie, die meine Mädels aktuell gerade fleißig am Verschlingen sind. Eine schöne Kindergeschichte oder eine für Jugendliche eine Geschichte, die wirklich sehenswert ist. Zu guter Letzt, wir bleiben gerade beim Medienkonsum. Plex, die ja damals begonnen haben als Media Center, wo man auf einfacher Art und Weise Medieninhalte, die irgendwo im eigenen Netzwerk gefunden wurden, auf dem Computer oder auf dem Fernseher wiedergeben konnten werden, wurde ja angereichert durch Podcasts und alle möglichen Bilder und so weiter. Und mittlerweile kommt was Neues dazu, nämlich Live-TV. Ist nicht ganz neu. Was jetzt aber neu ist, dass 80 Kanäle dazu gekommen sind, die aber nicht weltweit überall verfügbar sind. Da wird sich zeigen, welche Sender oder welche Kanäle auch bei uns schlussendlich dann durchkommen werden. Aber auf jeden Fall zusätzlichen kostenlosen Content. Weshalb nicht? Kann man sich unbedingt mal anschauen, sofern man einen Plex Media Server installiert hat.
Das war's mit den heutigen News. Ich wünsche euch einen schönen und erfolgreichen Tag und wenn ihr mögt, morgen am Mittwoch gerne wieder. In diesem Sinne, bis bald. Euer Poughkeepsie. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.